Im südafrikanischen Winter lassen die Affenbrotbäume hier in der nördlichen Provinz Limpopo ihre reifen Früchte fallen. Die gemahlenen Kerne der Frucht sind in Afrika ein traditionelles Heilmittel und das Fruchtfleisch eine Art Grundnahrungsmittel. Dass die Baobabfrucht in westlichen Ländern inzwischen als Superfood gilt, ist ein echter Segen für Anna Muvali. Wir haben 2006 mit dem Verkauf begonnen und damals hatte ich keine Ahnung, dass die Baobabfrucht so wertvoll ist. Damals war ich noch ziemlich arm und das Geld, das ich damit verdiene, hilft mir sehr. Verbraucher in aller Welt schätzen die Frucht für ihre wertvollen Nähr- und Inhaltsstoffe. Sie enthält viele Antioxidantien, natürliches Vitamin C, aber auch viele Proteine und Aminosäuren für das Gedächtnis und das Gemüt. Und sie hilft auch gegen Entzündungen. In ganz Afrika hat sich der Export von Baobab-Mehl von 2013 bis 2017 verneunfacht. Vor allem in Europa und Nordamerika wird die Wunderfrucht immer beliebter. Grund genug, die beeindruckenden Baobab-Bäume zu schützen. Mehr als 1000 Jahre alt kann so ein Baumriese werden. Und bis er die ersten Früchte trägt, kann es 200 Jahre dauern.